Da ging es ordentlich zur Sache. In der NHL-Partie zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils kommt es schon nach 2 Sekunden zu einer Wüstenschlägerei auf dem Eis. Spieler beider Teams sorgen damit für reichlich Aufsehen, denn es gleicht vielmehr einem Boxkampf anstatt einer Eishockeypartie. Insgesamt 10 Akteure sind involviert. Und das Ganze hat auch reichlich Strafzeiten zur Folge. 8 der beteiligten Raufbolde erhalten Spieldauer Disziplinarstrafen, müssen also vorzeitig unter die Dusche. Ach ja, gewonnen haben übrigens die New York Rangers die Partie mit 4:3, also dann, als wieder Eishockey gespielt wurde. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.